Ja, wir können ja machen, was wir wollen, aber Hauptsache, wir töten wen. Das Koala kann rausgekommen. Nur kurz hier. Was lunsen. Kann man mitnehmen. Irgendwie ist die Steuerung gerade ganz schön komisch. Hans? Ich fahr du mal bitte. Ich fahr doch auch. Hä? Achso. Fuck, ich dachte, ich bin auf dem Fahrrad. Ich kann beichten, hallo. Ja, warte, Sie müssen auch einen Termin machen, dann können Sie mit den Kollegen auch reden. Ich habe hier aber Lust, einfach hier reinzuplatzen ist nicht. Ich habe einen Termin. Wo muss man denn so einen Termin machen? Also, ich hab mich ausgeraubt. Mal eben los. Ich den Alter. Ah, den haben sie weggefahren. So. Ich hab gar nichts okay. gemacht. Entschuldigung. Was? Wie gesagt, verlassen am besten das Akku. Oh Gott. Kaufen Sie schon einen Führerschein. Ich tu der Kopf weh bei viel Spaß. Was ist das denn? Dass irgendeiner von Ihnen den Dispatch geschrieben hat, abgelehnt. Ist das hier von Aliens oder was? Unserem Freund. Dios mio, was ist denn da oben los? Sehen Sie das auch? Oder habe ich ein Augen, Fata Morgana? Hexe! Irgendwie Geister in unserem Hangar? Hexe! Tötet sie! Scheiterhaufen! Was ist denn das für ein grandioser Quatsch. Geben Sie mir mal schnell Ihre Waffe. Ah! Guter Schuss. Das waren Sie gar nicht. Oh, Heck, alle rennen hin. Ja, Dampf. 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 Loot. Oh, ist tot. Mörder. Polizeimörder. Hier, ich ist einfach verpisst. Hans, wir schauen noch. Oh fuck. Im Übrigen, du hast dich gemutet, ne? Meine was, was, was? Oh ne. Ist das jetzt dein Ernst? Ich hab 26. Ich bin... Wir können gleich wieder zurück. Ich hab 26 HP. Ich auch. Soll ich mitnehmen? Nee, das geht schon. Weil die Karre backt manchmal so fest, dann verliert man auch HP, ne? Ah. Wir haben Nitro. Oder so. Alter. Da ist er reingehammert. Oh. Danke, Hans. Danke. Ja, gleich mal die Welle kommen. Soll ich mitnehmen? Nee, das geht schon. Nein, ich bin gespawnt. Oh Mann. Nein, ich bin gespawnt. Warte. Das ist der ja. Waffenschein. Wollen wir Rook, ne? Okay. Ich bin ein echter Gangster, Junge. Gangster-Move. Okay. Ich nicht wert. Hallo. Hallo, Ramigo. Wollen Sie in mein Büro? Ist Ihr Büro? Oh, ich dachte, das wäre die Toilette, Entschuldigung. Weil... Ja, wegläufen dann. Kannst du sowas von vergessen? Ja, da bin ich auch für, das war daran werde ich sterben. Bitte nicht. Nicht? Oh, der war zu krass, der Typ. Tabakhändler? Ja, die Büsche sind... In Ordnung. Oh mein Gott. Alter. Kannst du gefahren? Da ich sehe ja, hallo. Hey, Freunde. Holt mich nach Hause, bitte! Nehmt mich mit! Ja, nehmt mich mit nach Hause, bitte! Du kannst daran sterben, Dampf, ne? Du kannst daran sterben. Er ist gestanden jetzt. Nee, doch nicht mehr. Oh, nehmt mich mit, bitte! Du kannst immer noch daran sterben, ne? Ich will da nicht zu nahe gehen. Nehmt mich mit nach Hause. Hey. Deine Scheiße aus. Let's go. Hä? Hallo?
Oh, hallo, was ist denn das jetzt hier? Ich hänge an der Leiter fest. Im Nichts hier. Wie kann ich das abbrechen? Ja, wo ist denn hier mit mir und Sophia noch? Hallo. Die waren heute einfach richtig easy. Hallo. Die ist auch einfach was zu chillen. Was man hören kann. Ja, alles aber ein bisschen chillig rumfahren. Hol mal Effekt raus. Ich hol aber One-on-One. Nee, ich spiele ja keinen Computer hier. Tschüss. Wieso habe ich überhaupt 17 FPS gerade? Kommt, jetzt hört mal auf mit eurem Sniper-Blödsinn. Junge, also Hans hat keine Ahnung, Alter. Ja, ehrlich so. Gestern auch schon wieder hat sich einfach bewiesen, Sniper sind die besten bei der Elbe. Ja, echt. Ja, weil ihr 10 Kilometer in der Entfernung liegt, ihr Keks. Sind wieder 9 Leute gestorben und ihr habt einen weggesnipert und dachte, das wäre jetzt ein Sieg oder was? Ja, genau so lief das. Nilly, mal kicken, die sind doch unsere Position hier von den Snipern und so, ne? Mach mal hier den scheiß Öffner auf, bitte. Auf der Map sieht das so hamelsbehindert aus, da ist Vic immer so ungefähr 500 Kilometer vor Gonzalo und dann auf einmal zieht Gonzalo so in Affengeschwindigkeit hinterher. Der wäre so zur zweiten Ifrit? Ja, ja. Ah, nee, Junge, war doch nicht Lust, du kickst das mein Ifrit, Alter. Wie gut das schon wieder war, ey. Bitte, du bist einfach ein Kek. Jetzt rennt der weg, der gefahren ist. Steig ein wieder, hallo. Wer rennt denn da jetzt schon wieder weg? Ey, ist doch keiner. Ey, Jungs, beeilt euch, jetzt wollt's Fahrarbeiter, Mensch. Ja, alle, die jetzt gelitten haben und nicht drin sind, holen sich einen. Oh lol, das war gar keiner von uns, deswegen hat das Ding dann gefahren. Das Gefängnis, anstatt einfach mal mit mir zu. Das hat Lilly kennengelernt hat. Aber der hat doch geschrieben, er hat den Boy kennengelernt. Ja, eh. Ja, das ist Lilly. Ach, das ist gar kein Mädchen. Das ist ein Mädchen. Peter dachte, wir uns wären Boy und wie auch zu. Das hat sich erst während wir mit dir geredet haben, hat sich erst herausgestellt, dass das ein Mädchen ist, weil sie gemeint hat, sie hat sich für keinen Namen entscheiden können, dann hat sie einfach ihren Vornamen genommen und das Richter dazu. Ich bin sie gefragt, ob sie ein Mädchen oder ein Junge ist. Auch sehr charmant. Ja. Ja, bist du ein Mädchen oder ein Junge? Fuck you. So, ich suche jetzt Samuel Salz und dann schieße ich den immer auf. Das hat er hier, Das hat er gehört, der Samuel verliert direkt Verbindung, nachdem ich gesagt habe, ich suche ihn, dann töte ihn. Hey, das ist tödlich. Ja, ist die Leute, das ist doch nicht tödlich, das ist ein Stunt. Ja, aber es ist ein Stunt. Du hast doch das Bild in der Gruppe. Siehst du das? Du hast doch das Bild in der Gruppe gesehen, Junge. Kiba von... Ja, ich hab die Katiba. Achso, hast du jetzt seine Waffe? Vorsicht, ich schieße jetzt, ein Hase rennt auf Vito zu. Achso, okay. Er liegt im Ifrit. Es wurde geschossen. Das ist oder wenn du Ohren hättest, hättest du es gemerkt. Die Frage ist halt, ob er Wasser schießt, ne? Ja. Ich hab auf den Hasen geschossen, weil ich hab gesagt. Ich wollte nur wissen, ob auf. Ja, okay. Hallo, hör doch mal auf jetzt mit der Sprechtaste, bitte, Lilly. Was ist? Du hast Dauersenden irgendwie. Warte noch. Immer noch. Der ist weg? Ja. Jo. Danke. Okay. Danke. Vito, wollt ihr jetzt auch einfach mal einsteigen? Hier, da ist Schlumpel schon. Nee, Manfred Lennox. Lennox, einsteigen! Ja. Aber du brauchst noch eine Waffe. Achso, du bist hier. Ja, ich wurde hier irgendwie wieder in Sofia geportet, Ja, hol dir mal schnell eine Waffe. Scheiße, ja. Geht der blöde Tobias jetzt als Kopf wieder rein? Junge, der ist überhaupt nicht so, oder? Er darf surfen, oder? Hab ich gerade gesagt. Achso, ich hab nicht zugehört. Ich wusste auch gar nicht, dass du hier bist. Ich meine, dass auf meine Pose einer schießt, aber irgendwie... Gott wurde getötet. Ich meine, ich hätte hier gerade Einschüsse gehört, aber das kann er eigentlich nicht. Gott was killed. Er ist ein Gott. Belastend. Ja, Gott halt, ne? Verbrenne ich mich daran. Jedermann nennt dich Sweet Lady Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt ringsum her vergisst. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Und heute verbrenne ich mich daran. Rock'n'Roll, Cha-Cha-Bam und der Boogie, das ist jetzt alles für mich vorbei. Die ganze Welt tanzt heute die Samba. Ole, ole, wir sind dabei. Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir. Weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelein. Ah ja, doch. Das ist alles ganz toll.
Sehen Sie das auch? Eine Wand? Hier fliegen Koffer von links nach rechts in einer Tour. Nö, ich sehe gar keinen Koffer. Oh nee, ist mir, ich sollte weniger trinken. Hier sind gerade Koffer von hier nach hier und wieder zu. Alter, ich bin weg, das ist zu viel. Vielleicht sind die hinter. Vielleicht liegen hinter der Mauer welche. Ja, ihn auch, Europa. Explosion reinkommen. Da fliegen schon wieder die Koffer! Jetzt passen Sie auf, gleich zurück. Sehen Sie! Irgendwas. Jetzt schon wieder hier so ein komischer Typ mit der Auto gleich explodiert. Zum Glück nicht. Herr, was sag ich? Was sag ich? Was ist hier los, Herr Dr. Gizmo? Was ist hier heute Morgen los, Herr? Ich bin vor 10 Minuten aus dem Hotel aufgestanden und hier fliegen Koffer und Autos explodieren und. Dios mio. Hast du das Auto gerade gesehen? Ich glaube, ich werde mich lieber verabschieden, weil die nächsten rufen schon und ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich sonst hier nicht mehr wegkomme. Ich bin jetzt auch hier los, hier ist ein verhexter Ort, das ist ja Quatsch. Schnell weg hier, bevor der nächste. Ja, das ist hier wirklich, also, ne.